Ja, hallo! Dunkle Grüße, liebe Leute! Willkommen zurück zu 4 und Koma, danke für den Raid! Aber Koma, ich dachte gerade eben, dass du mich wieder mal mit dir selbst geradet hast, aber du hast sogar Leute mitgebracht. Warte ein Stück. Aber da stimmt doch was nicht. Denn ich habe dich gerade gar nicht online gesehen. Wie hast du das gemacht? Aber trotzdem vielen Dank. Auch wenn ich dir... Ja, waren das Leute oder Bots? Wenn du nicht gestreamt hast und ich habe dich eben nicht gesehen, waren das wohl eher Bots? War ich doch nicht beim Zahnarzt. Ja. Ja, dann danke fürs Mitschleifen der Bots, lieber Koma. Ich habe voll gerne Bots hier, vor allem wenn sie mir so die 1000 Follower spendieren, wie letztens. Und ich dann wieder alle löschen muss. Aber der Gedanke zählt ja auch irgendwo, ne? Jinsun Wunkong, Mitglied der Viertruppe. Jawohl, Sir. Diese inkompetente Frau hat uns eben verraten. Sollen wir sie immer noch retten? Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Also wir hatten den Text schon gehabt und haben dann, glaube ich, weitergemacht. Egal. Vielleicht waren es auch recht Restlurker von gestern. Ja, das mag natürlich sein. Dass sie den ganzen Tag erst durchgelurkt haben. Aber warte ein Stück. Es kann euch ja theoretisch überprüfen. Mehr oder weniger. Also laut meiner privaten Anzeige ist keiner mitgekommen tatsächlich. Es steht zwar 3 Leute mitgeradet irgendwie, aber wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, was du da gemacht hast, Koma. Keine Ahnung. So, wir sind hier immer noch mitten in 4-3. Vermeintlicherweise schaffen wir es heute, das Finale zu sehen. Denn ich habe tatsächlich jetzt lange vor mich hin überlegt, die letzten Tage, was ich heute tatsächlich streamen will, neben 4. Klar war, 4-3 wird gefühlt, gestreamt. Aber ihr wisst ja, ich habe jetzt immer Sandland gemacht und das hier und im Wechsel, bla bla bla, immer 2 Spiele gehabt, jemand jeden Dienstag. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt Crusader Kings 3 vielleicht weitermache. Ich habe mich dagegen entschieden tatsächlich. Also zum einen 2 Stunden Crusader Kings ist keine Stunde. Und ich muss ehrlich sagen, hat zwar Spaß gemacht, der letzte Stream spontan am Samstag mit Crusader Kings, aber... Es war schon ziemlich anstrengend und uff, weil ich halt völlig raus am Spiel bin und ich glaube, das bringt es dann irgendwie einfach nicht so. Hab's dann einfach gelassen. Neben 4, stream noch 5. Ja, weil der Gag wird auch nicht alt, ne? Ist schon klar. Jedenfalls habe ich dann einfach Crusader Kings sein gelassen. Hatte überlegt, noch ein anderes Spiel reinzuhauen spontan, aber dann wiederum, in wenigen Wochen kommt ein Spiel raus, was ich spielen will. Und ihr wisst ja, 4 mit hinten dran wird ja dann, das ist mir schon mehr oder weniger öfter angekündigt, durch Bioshock ergänzt. Wenn das durch ist, kommt dann die Bioshock-Trilogie. Und ja, da jetzt noch ein Mini-Let's Play bis dahin anfangen, ist ein bisschen doof. Ja, ich hätte Dungeons theoretisch vom Angezockt ins Let's Play-Format übernehmen können. Ist auch noch nicht vom Tisch, aber auch das sah ich jetzt in der kurzen Zeit nicht als sehr sinnvoll an. Ich hätte Gotham Knights weiter zocken können, ich hätte mal wieder Hogwarts Legacy zocken können. Habe ich irgendwie alles nicht so richtig Bock drauf gehabt. Crusader Kings, wie gesagt, nicht ganz so optimal, glaube ich, aktuell. Hatte noch überlegt, ein anderes Spiel, was ich auch schon länger spielen wollte, aber ob das spielen will, weiß ich nicht, das zu machen. Heute tue ich es nicht, offensichtlich. Und Black Myth, Sun Wukong, habe ich mich ja wahrscheinlich inzwischen endgültig entschieden, das nicht zu spielen. Weil doch zu Souls-like für mich. Das ist es dann irgendwie nicht richtig. Und damit sind 2 der ewig erwähnten Spiele, die ich spielen wollte, auf 1 reduziert worden. Und auch das kommt vielleicht gar nicht mehr, weil ich momentan nicht so die Bock drauf habe, tatsächlich. Und daher, ja gut, spielen wir halt einfach 4 Stunden lang 4. Das passt sowieso besser zusammen und läuft. Black Myth, Alter, nicht Milf. Crusader Kings 2 habe ich mal ausprobiert. War der geschlagen vom Menü, aber das war auch 2 Uhr nachts. Das wird in 3 nicht besser, glaubt mir das. Aber wenn man erstmal drin ist im Spiel, ist es einfach mega, mega gut. Aber das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Oh, irgendwas muss einer. Nehmt das. Haha, aua. Haha, am Arsch. Granate, verdammt.
Ist schon mega geil, aber ist halt super komplex und tief und alles mögliche, ne? Daher muss man sich die Zeit dafür auch nehmen, tatsächlich. Und bei vielen, glaube ich, das ist bereits die Einstiegshürde bei Spielen wie Crusader Kings. Es ist einfach so, wie es ist. Ja. Shadow, dunkle Grüße. Ey, meine Lego-Steine. Wobei 39, ja, kann ich mit leben. Zum Glück klappt mir Shadow ja nie mehr, als ich vertragen kann. Das ist sehr sozial gedacht von ihm. Obwohl er durchaus Clown gar nicht so sozial ist, aber das ist in Ordnung. Wie geht's dir, Shadow? Wie geht's dir, Koma, eigentlich, du alter Dauer-Allein-Raider mit diesmal drei Leuten, die dazu kamen aus irgendwelchen Gründen? Das ist ja kein Laster. Hast du jetzt davon? Oh nein, Sniper. Und ich hab kein Sniper-Gewehr. Rote Ampel, da irritiert mich so ein bisschen. Das war kein Sniper-Dings. Das ist einfach eine rote Ampel bloß. Mehr nicht. Mr. Sniper-Man, Sir. Ich kann nicht so gut snipern, aber ich tue mein Bestes. Hat gereicht. Das hat gereicht. Hatten wir eigentlich kurz am Ende beim letzten Mal einen Turnuswechsel? Was ist das hier? Doch, ich mache mal eben diesen hier. Oh ja, den mag ich. Hatten wir einen neuen Levelabschnitt? Weil ich gerade nicht weiß, ob ich... Ich glaube nicht, ne? Der hat diesen einen Bug gehabt, den habe ich jetzt... Wer ist denn da? Den hatte ich resettet quasi durchs nochmal neu spielen. Kam dann weiter, aber es war kein neuer Abschnitt. Das heißt, ich habe jetzt die Waffen, die ich habe, und halb flair geschossen. Alles voll schlimm. Stell dir vor, du hast einen Todesstern in Lego und dir fehlen noch 39 Teile direkt. Ja, das ist natürlich richtig. Dann, ja, so gesehen ist es viel. Du hast recht, Shadow. Ist es denn so bei dir? Mir geht's gut, und euch allen? Ja, soweit auch. Wie gesagt, halt ein bisschen... das heißt, ich will nicht sagen, mir geht's nicht gut, aber ein bisschen... Bin ich ins Schwimmen gekommen, was... Ah ja, ich schieße noch dreimal, stimmt ja. Wow. Bisschen ins Schwimmen kommen bei dem, was ich heute streamen will, aber ja, sonst läuft das. Ich muss generell mal gucken, einfach die nächste Zeit, ich weiß nicht, warte kurz. Leergeschossen, kann ich auch austauschen dann, ne? Easy. Mir geht's okay, ein bisschen genervt, weil heute viel Überstunden verballert, weil Zahnarzttermin sehr lang. Ah, oh, das ist ekelhaft. Ah, ich muss auch noch einen Zahn... Fuck. Ich müsste auch noch einen Routine-Zahnarzttermin mir holen. Ah, siehst du, viel austauschen. Habt nämlich dieses Jahr noch keinen und ihr wisst ja, fürs Bonusheft und so weiter muss ich noch einen haben. Aber ich weiß gar nicht, wann ich es noch schaffen soll bis Jahresende. Oh, es wird ganz eklig. Zumal ich da idealerweise mit Auto hin muss, weil sonst ist es vom Weg und Zeit immer total kacke und das ist auch eine Schwierigkeit gerade, die bei mir nicht unbedingt einfach zu lösen ist. Gucken wir mal. Aber ja, was heißt anrufen? Darum ist Anrufen an sich ist es ja nicht, Puma. Ich muss es auch organisieren. Das ist halt zeitig echt kacke ohne Auto. Ich muss dafür halt recht weit. Ja, das Ding ist halt, zu meinen Arbeitszeiten hat das Ding normalerweise einfach nicht. Also, wenn ich arbeite, hat Zahnarzt auf. Wenn ich Feierabend habe, ist Zahnarzt auch Feierabend. Da ist es nahezu unmöglich hinzukommen ohne Auto rechtzeitig. Bla, ich muss echt gucken. Fehlercode 34. Was? Türsysteme werden neu hochgefahren. 30% vollständig. Bitte warten. Oh oh. Es läuft nie so einfach, wie man es gerne hätte, stimmt's? Irgendwie nicht so. Irgendwie nicht so. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe den nächsten... Oh, sag mal, der war schnell. Jetzt nicht mehr. Na, Maus, mach mal was. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Läuft doch. Überall, ich bin aber hier vorne. Oh nein, lass das. Oh, weg hier, weg hier. Oh, ich hasse diese scheiß Kacke. Haha. Das war ein Friendly Fire Granatending. Erwischt. Zivilisten? Nein. Eher nicht so. Ja, ja. Ist okay. Wie? Hast du überlebt? Alter Vater. Glückwunsch. Boah. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Wow. Was? Der ist nur Motor gesprungen. Spinnt der? Geht das so nicht? Alter! Das war schon ein bisschen frech, oder? Und das. Oh, oh. Oh ja! Ist in Ordnung. Na, ist eine Höhe. Sag mal, meine Maus will nicht so richtig heute. Gott oder Menschen bin ich, sagt Steam. Durch Erfolge. Ah, so lobe ich mir das. Genau so. Ja, so ist gut.
schön gegeneinander arbeiten da unten. Das finde ich in Ordnung. Nee. Wow. Lass das doch mal. Es tut doch weh. Alter. Jawohl. Selbstmordattentäter auf die Typen. Holt sie euch. Holt sie euch. Ich bin Team Zombie-artige Typen. Was hat dein Auto? Dem Auto geht's gut. Nur ist es leider ständig woanders, wenn ich's brauche. You know? 70% vollständig. Was Zeit auf? Gibt's ja noch. Husch. Na, wie kommt der da schönes angelaufen? Das Fass eigentlich trifft. Ah, verdammt. Nö. Verdammt nochmal. Wow. Ich fand zwei von der Sorte. Damn you. Der zielen kann, ist klar. Autsch. Klar im Vorteil. Also, ups. Richtig klar im Vorteil. Hallöchen. Ich habe ihn desintegriert mit meinem Messerfaustschlag. Wie krass ich bin einfach. Hin und wieder. Naja, Gott und der Menschen halten, hat mir das Team gesagt. Das war kein Scherz. Jedenfalls, den Moshaft, liebes... Ja, natürlich. Koma, natürlich. Aber es sagt sich halt so. Es ist ja mal schwierig mit Arbeit. Ach, es ist generell kotzig, was diese Sachen mit Mobilität angeht. Naja. Gut, ich glaube, ich tausche wieder aus und... Gönnen wir mehr von diesen richtigen Waffen, wobei. So viel sind es gar nicht hier, wa? Naja. Meins hat damals 92 Euro so durchgängig. Achso. Ja. Meins läuft auch seit vielen, vielen Jahren problemlos. Aber jetzt dieses Jahr, relativ spontan, das ist halt ungünstig mit allem drum und dran. Warte, ich muss doch hier lang. Gut. Aber ich bin jetzt immer generell gespannt, jetzt mal von diesem Tarzan abgesehen. Generell gespannt, wie es dann so... Verdammt, nein, meine Sniper. Schnischner-Sniper. Wie es bei mir demnächst so Let's Play-technisch läuft, ehrlich gesagt. Ich bin kein Versager, spinnst wohl. Komm hier durch. Ich verstehe die überhaupt nicht. Die sind total verzerrt, ey. Duffy, du Grüße, Grüße, Grüzi, würde ich schon sagen hier, von Erich, aber ist ja gar nicht da. Ja, ja, 4-3, so ist es, so ist es. Diesmal verstehe ich den Gag auch mal auf Anhieb, schätze ich. Jedenfalls, momentan ist tatsächlich so, dass ich relativ... Uah. Ich glaube, der Alma geht's nicht so gut. Glaube ich. Seht man. Jedenfalls, was ich jetzt schon seit 10 Minuten sagen will. Ich brauche ein bisschen Level-Up. Sehr schön. Moment, ich muss kurz gucken. Da hat sich. Verbesserung einsammeln. Ja, ja, ja. Zeitlupenschüsse noch 4. Mit der SMG, welche mal das sein mag. 15 Schüsse Folge. Ja, ganz viele Dinge noch. Oh, 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 oh. Da fehlen noch Dinge. Da fehlen noch Dinge. Ich habe aktuell keine richtigen Spiele zum Zocken tatsächlich. Wenn ich jetzt mit 4 durch bin. Boah, bist du hässlich. Aufstieg! Das war's. Alma-Puppe. Ist eine Alma-Puppe? Sieht aber nicht aus wie Alma. Plus zwei Magazin, ist okay. Hätte ich gerne mal Zeitlupe, ehrlich gesagt. Wenn ich mit 4 durch bin, ja gut, dann kommt Bioshock. Alles schön und gut, aber... So richtig tolle neue Games kommen dieses Jahr irgendwie nicht so für mich. Brummi, tolle Grüße. Wir trinken was für Brummi. Wie geht es bei dir, Brummi? Zuletzt hast du noch wegen, ne? Zuletzt, das war Samstag, Sonntag. Hat sich das ergeben jetzt die nächsten letzten Tage? Heute, gestern, morgen? Krankheitsbedingt und wo? Keiner von euch weiß, ja. Ich meine, ein Spiel... Zwei Spiele kommen noch. Eins davon werde ich auch jetzt playen. Schlichtweg ein bisschen auch aus Mangel an Alternativen tatsächlich. Das andere werde ich vielleicht jetzt playen. Ich weiß es nicht. Ich komme gar nicht weiter hier, was? Was ich ja wahrscheinlich Let's Playen werde, aber noch nicht sicher bin wann, aber es wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, weil ich habe da sonst keine Alternative, achterlang. Wäre ja Final Fantasy 16.
Weg, 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 weg. Lass mich. Ah, das wäre so ein super langes Spiel, wo ich mich super, super lange binden will. Das wollte ich jetzt auch nicht haben. Ich meine, klar, es kommt Diablo raus mit dem Add-on. Übernächste Woche schon. Hallöchen und tschüss. Aber das ist ja dann noch wieder so ein Ding, was ich einfach so spielen und streamen werde und keine Ahnung was. Das ist ja dann nicht Let's Play in dem Sinne. Wobei die Story schon Let's Played werden wird wahrscheinlich traditionell mit Samira zusammen, wie das Spiel auch, das Hauptspiel an sich. Aber season-technisch halt dann wieder in diesem einfach so Format, nur reiner Stream und so weiter. Ja, schwierig. Nein, alles hier gehabt. Ach, okay. Wäre ja auch zu schön gewesen, war Brumi. Ich habe Mist, Angst hier runterzuspringen, weil Fallschaden und so, wobei... Ach, wird eh regeneriert, was soll der Quatsch? So, hier Tür. Ich laber gerade, passt gar nicht auf, was ich mache und entsprechend länger dauert das Ganze. Okay. Wenn du meinst. Da haben wir jetzt nicht durchgelaufen, ne? Man, das war jetzt ein Schockmoment, den man easy hätte verpassen können, wenn man hier nicht lang geht, weil man da lang muss. Okay. Andererseits... Da war er wieder. Hab ich ihn erwischt? Ich denke schon, der ist tot. Der kommt bestimmt nicht wieder. Und da ist er wieder. Ach. Will ich irgendwie gar nicht so wissen. Kommt mein Geschwisterchen zur Welt hier bald. Nennen wir Steve? Wir nennen Steve. Mein Alma-Geschwisterbaby Steve. Und ich. Das wird lustig. Vettel, Steve und Main Pointman heißt der Typ. Aber echt ist ja ziemliche Spieleflaute. Auch letztendlich nicht zuletzt deswegen, weil ja die Switch ausläuft und da kommt nichts mehr Dolles. Kommando X-Ray 1-4. Rasterfeld 4, Romeo sauber. Keine Überlebenden. Fordere Evakuierung an. 6. Rasterfeld 5, Sierra ist ebenso sauber. Ah, ja. Kehre zu den Transportern zurück. Da muss ich hin. Alter, nerv mich doch nicht. Ich will hier. Ich will. Er kann euch nicht besonders gut leiden. Ich sie, die sie? Pfeed. Nicht Pfeed. Pfeed will ich nicht. Steve, was? Ja, was kam dieses Jahr dann groß raus? Jetzt mal ohne Witz. Klar, Black Myth. Helldivers 2 so als große Sachen, die rauskamen, habe ich im Kopf. Beides jetzt nicht unbedingt meine Spiele. Deswegen auch nicht selbst gespielt. Muss ich da rein? Ich glaube schon. Und das ist auch schlecht irgendwie. Ja, nein, Final Fantasy 16, wenn man so will, wurde das für PC released. Das kann man irgendwie vielleicht doch dazu nehmen, aber so richtig krasse Spiele gab es irgendwie dieses Jahr nicht, ne? Okay, es gab SMT 5 Vengeance, aber es ist quasi Add-on zu dem Originalspiel, was ich schon kenne. Also auch nichts Tolles. Ich weiß nicht. SteamOS draufforken und Pseudo-Steam-Deck draus machen. Hä? Du bist komisch, Chroma. Komischer Chroma. Na? Hier liegen Füße, Beine, Pistolen. Ja. Kurz vorm Endboss, vermeintlich, hole ich mir bestimmt eine Pistole. Und so. Apropos, wir hatten jetzt doch keine von diesen... Unsichtbar macht Gegnern, oder? Hatten wir doch schon? Ich weiß gar nicht mehr gerade. Die es in Teil 1 und 2 mal gab. Die immer so nervig waren. Doch, ich hatte einen, der sie Vitan konnte, aber der war anders als die typischen unsichtbaren Typen. Tot? Der hat mich gehauen. Auf zu knurren, ich bin auch sauer. Alter! Meine Leben regenerieren sich auch irgendwie gerade nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin gleich tot, wenn ich nochmal getroffen werde. Ich will hier nicht sein, das ist doof. Ich laufe einfach durch. Oh, meine Munition ist... Oh, scheiße. Ist auch noch. Ich glaube, der hat die Flucht ergriffen. Eine Arschkrampe, die. Na, oder auch nicht. Immer wenn man denkt, das, ne? Alter! Geh! Sterben!
einfach sterben. Irgendwo, nicht, nicht bei mir. Nicht bei mir. Zack, Messer, Messer, Messer. Ich weiß immer noch nicht so recht, wer es überhaupt sein soll. Aber ich weiß, meine Munition ist jetzt quasi alle. Voll gut. Das läuft. Ist das eine Inkarnation von meinem Papa? Opa? Nicht Papa, Opa? Oder ist es was ganz anderes einfach? Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur raus hier. Igitt! Nein, was? Ekelhaft! Mach Mund zu! Shotgun habe ich ja nicht. Ich kann keine auswählen. Hab es verklagen. Wir haben mit Nadeln auf dich eingestochen. Und wir haben das Ende noch lange nicht erreicht. Achso, ich muss laufen. Ne? Ich glaube, ich lauf mal. Zu spät. Blubblubblub. Fetter Zungenkuss. Ja, ja. Irgendwie ekelhaft. Hey, Mama. Tschüss, Mama. Ich würde dir helfen, Mama. Du musst mal sagen, was ich machen soll. Du lässt dir ja auch nie helfen, ne? Du greifst mich ja bloß an, nicht aus irgendwelchen Gründen. Mama hat mich gar nicht lieb. Mama hat sich extra ein neues Kind machen lassen von irgendeinem anderen Typen. Damit sie den lieb haben kann. Das ist nicht nett. Oh, hallo. Ah, unsichtbarer Typ. Phasing? Phasing finde ich nicht. So, ach so, das war damit Phasing. Cool. Nee. Hört mal auf zu phasen, ihr Phaser. Ich habe echt keine Munition. Ich habe die letzten Schüsse gerade hier drin. Ich hoffe stark auf Munition, die hier gleich rumliegt. Danke. Ah, da haben wir welche. Und was wir da haben. Das ist neu. Bestimmt ist das meine Liftwaffe oder sowas. Moment. Ah, sowas. Hier aus Teil 2. Das ist kacke, das Ding. Das ist besser als keine Waffe, aber irgendwie geil ist es nicht, ne? Ja, ja. Ja, ich werf dich mal gleich hin, du. Ah, die machen sowas auch mit mir. Nicht gut. Zack. Mach dich Messer. Ich mach euch alle Messer. Messer mache ich euch. Kann ich nachladen, ne? Nee. Aua. Aua, verdammt. Ah, Mist, Mist. Ich häng fest. Nein. Verdammt. Oh, die scheiß Deckung. Ich häng in der Deckung fest. Alter. Ah, ja, und tot. Toll. Ich will weg, glaube es geht nicht. Ich wundere mich warum. Ja, weil ich noch im Deckungsmodus bin. Scheiß Deckungsshooter. Scheiß Deckungsshooter. So wählt sie sehr schön. Ja, also es, die Waffe fühlt sich jetzt schon ein bisschen besser an als in Teil 2 tatsächlich. Aber richtig geil finde ich sie auch trotzdem nicht. Denke ich. Immer auf den da. Immer auf den da. Der muss sterben. Wenn der stirbt, dann... Verdammt, wechsel, Waffe. Ach, alle. Aber ja, ich muss wahrscheinlich ihn töten, sonst kommt die endlos an wilden Gegnern an. Das will ja auch keiner. Geben, geben. Laufen, laufen. Wo ist euer Chef da? Brutzel, brutzel, brutzel. Brutzel, 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 brutzel. Hat der viel Leben. Zack, scheiße, scheiße, scheiße. Kenne ich das Gefühl, kenne ich sehr gut. Kenne ich richtig gut. Ja, ja. Wo ist er, der Big Bad? Hat er gerade Pflanzenkorb gesagt? Oder was gibt's hier nicht? Ja, nö! Ich kann auch keine Atemwerfer eigentlich, ne? Ich bin getroffen! Scheiße, scheiße! Passiert, passiert, passiert. Was machst du da, Keule? Hinter dem Pfeiler! Hör mal auf damit, wir brauchen nicht noch mehr Leute von der Sorte. Eingreiftruppe! Aufgestanden! Na, kriegst du doch beide, siehst du, mit einem einzigen Mal krieg ich beide. Das ist ja auch ganz geil. Kratz, kratz. Wo ist er denn schwer? Da oben. Lass dich mal eine Granate auf den Typen werfen. Wenn ich ihn finde. Scheiße! Ja, ja, ist schon nicht geil. Was ist das denn da? Aua. Granate macht Bumm. Ja, brav. Brave Granate. Oh oh.
Power Armor unterstützt. Finde ich nicht gut. Das ist nichts für mich. Dann bin ich dafür. Ich glaube, der Typ ist aber tot. Ich habe keine Munition verschwendet, weil ich nur diesen Blitzzipfer gemacht habe. Dass ich auf. Ach. Und das kann ich wieder aufladen gleich danach. Voll praktisch. Einfach stehen, stopp, halt. Durchgerutscht. Na, geht's noch? Scheiße, scheiße! Aua, aua, aua. Nein. Das ist eine Power Armor gegen mich, eindeutig. Irgendwo da hinten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, 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 Scheiße. Um es mir ein Wort meiner Kollegin zu sagen. Au, 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 au. Ich hoffe, das Ding heilt einigermaßen gut dagegen, sonst bin ich nicht gearscht. Hi, Kurin, dumme Grüße. Ah, Kacke. Nicht deinetwegen, Kurin. Nicht falsch verstehen und so. Oh, er hat auch ein Laser, cool. Ja, ich muss hier weg. Meine Leben sind im Arsch. Fühlt sich da nicht sehr wohl. Das ist nicht nett, was hier passiert. Ah, das tut so weh. Oh, noch so einer von der Sorte. Was läuft, Kurin? Nee, ich sehe gar nicht gesund aus. Vielen Dank auch der Aussage nach Frage überhaupt über Blablub. Nee, mir geht's auch. Autsch, bescheiden. Mir geht's recht bescheiden. Alter. Was geht? Was geht hier? Wo ist der Heini? Da. Der brutzelt aber schon ein bisschen, oder? Ich glaube, der raucht. Ein bisschen raucht. Au, au, au. Ich rauche auch gleich, aber wenn ich rauche, dann bin ich tot. Alter. Zumindest ist er jetzt offenbar alleine. Nur noch er und ich. Au. Au. Au, ich muss trotzdem sowas von weg. Du frecher Typ. Du frecher Typ, du. Oh, oh. Das ist Schummeln. Das ist Schummeln. Das ist Schummeln. Ah. Fuck. Ohne Witz, es war nur ein Fall der Zeit, bis er mich erwischt bei sowas. Weiß nicht, ob eine Elektrowaffe so richtig gut gegen den Typen ist. Oh, muss ich also mal machen? Nein. Ja, ja. Ja. Ist schon scheiße, ist schon richtig. Danke übrigens, ja. Ich hab's gemerkt, ich bin gestorben. Tat ein bisschen weh. Klein wenig. Oh nein, Granate. Ernsthaft jetzt. Kleiner Scheißer, du. Ernsthaft? Was? Wieso? Ey, du weißt nicht, was dich getötet. Irgendwas tötet dich, aber du weißt nicht, was. Ich bin gerade tausendmal angelaufen, nichts passiert. Und hier einmal, zack, und schon weg. Vom Fenster. Zack. Immer durchrutschen. Ja, ist doch gut. Ja, ja, ist doch gut. Fuck. Alter. Voll am Fangen, voll die Action. Ja. Aber ungeplant. Also, wenn es an mir ginge, muss es nicht so sein. Doch du willst andere Action. Guck mal, der kann auch so weit weg auf meine ich auch nicht schießen. Okay, jetzt fängt er an. Wenn ich von der anderen Seite aus schieße, dann habe ich offenbar ein bisschen Schutz vor ihm. Au. Ah, oder auch nicht. Alter. Hör auf damit. Ja. Nein, 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 nein. Mist. Ich dachte, ich hätte eine EMP-Granate geworfen. Weil es so aussah. Das war aber irritierend wegen meiner Waffe. Das hat ihn nicht außer Gefecht gesetzt, gerade wie ich gehofft habe. Tja, also, tja. Meine Güte. Ups. Ein. Ach, diese scheiß Raketenwerfer, die er schießt. Ah. Aber meine. Aua. Elektroschocker sind nicht so mega hilfreich gegen ihn, muss ich sagen. Also, es fühlt sich nach relativ wenig Effektivität an. Lauf. Ich meine, er muss mich nur einmal treffen auf dem Weg, wenn ich fliehe und dann bin ich weg, ne? Aber so wie jetzt zum Beispiel. Runter, runter! Alter! Deckungsshooter zum Kotzen.
Okay, was bin ich? Weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Trefferzone hat. Meine, wenn ich normalen Menschen auf Kopf treffe, dann mache ich mehr Schaden als anderswo. Bei dem hier weiß ich nicht genau, ob das sowas hat.